Yellow. Unter der Woche, also sprich von Montags bis Freitags, frühstücke ich morgens entweder das Birchermüsli, ein Frühstücksmoothie oder ich mache mir ein Porridge und das möchte ich heute einfach mal im Thermomix vorstellen. Ich brauche für das Porridge lediglich Haferflocken oder Dinkelflocken, wer möchte, Milch, Wasser, ja, das war schon alles. Wer möchte, kann das Ganze natürlich auch noch süßen, entweder mit Zucker oder vielleicht Honig oder Agavendicksaft. Ich mache das aber ohne Zucker, weil ich nachher noch eine Gewürzmischung drüber streue. Aber da sind im Geschmack keine Grenzen gesetzt sozusagen. Ich mache das Ganze jetzt erstmal für eine Portion. Ich gebe aber auch noch die Angabe für zwei Portionen. Und ich nehme jetzt 40 Gramm Haferflocken. Dann kommt dazu 250 Gramm Milch. Dann kommt dazu 60 Gramm Wasser. 65 lassen wir gelten. Und das Ganze stelle ich jetzt für 6 Minuten auf 95 Grad und den Dinkelauf. Auf Stufe 2. So, ich fülle mir mein Porridge jetzt hier auf den Teller und garniere es mir noch mit ein paar Chiasamen, Mango. Letztes Mal habe ich es mit 50 Gramm gemacht, das war mir persönlich ein bisschen zu viel, dadurch ist es natürlich jetzt flüssiger geworden. Ich werde das Rezept nochmal dementsprechend abändern, dass es ein bisschen sämiger auch ist. Und dann gebe ich noch ein Gewürz darauf. Das nennt sich Oatmeal Spice und das gibt es bei Just Spices. Und das mag ich richtig gerne. Da ist Kokos drin, da ist Zimt drin. Das riecht ein bisschen weihnachtlich, herrlich und fertig ist mein Porridge. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.